Ganz zu Anfang bestanden die Läufe von Feuerwaffen noch aus glatten Rohren, aus denen mit Schwarzpulver ein Kugelgeschoss verschossen wurde. Diese Waffen waren leider sehr unpräzise. Irgendwann haben aber findige Entwickler erkannt, dass ein rotierendes Geschoss eine wesentlich stabilere Flugbahn hat als ein nicht rotierendes. Und so ist man auf die Idee gekommen, in den Lauf spiralförmige Rillen einzuarbeiten. Und das sind die Züge. Durch die Züge beginnt das Geschoss beim Durchqueren des Laufs zu rotieren und die Kreiselkräfte stabilisieren es im Flug. Im Grunde ist das genau wie bei Motorrädern. Wenn man schnell genug fährt, dann fällt man nicht um, weil die Kreiselkräfte der Räder das Motorrad stabilisieren. Science Bitches. Und was sind die Felder? Ganz einfach, das sind die Bereiche im Lauf, die zwischen den spiralförmigen Zügen liegen. Wie das genau aussieht, habt ihr bestimmt im eingeblendeten Video gesehen. Die Züge und Felder definieren übrigens das Innen- und Außenkaliber des Laufs und was das genau ist, das erfahrt ihr in einem weiteren Glossarvideo.